Fisch, dass der Herr Ihre Präsident seinen Platz eingenommen hat. Dass die Rede im Saal langsam leiser geworden ist. Konsequenz, ich fange jetzt an. Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, herzlich willkommen bei Kaiserwetter, hier in der Festhalle Röhrholz. Der Stefan hat gesagt, ich soll noch die Ehrengäste begrüßen, aber ich glaube, ich lasse, ich mache einen Fehler dann, oder nicht vornehmen falsch, nachnehmen falsch, Funktionen falsch. Ich lasse. Seid willkommen, geniessen den Tag und ein bisschen durch. Heute ist es ein bisschen anspruchsvoller für mich. Das Notariat hat gesagt, die Punkte müssen dann genau so durchgesprochen werden. Genau so, wie er es vorgeschrieben hat. Und das mache ich jetzt. Ich stelle fest, dass ich die Versammlung jetzt eröffne. Zum Zweiten, falls sich jetzt niemand aufdrängt, würde ich auch den Vorsitz übernehmen. Da. Aber das ist, muss fast so sein. Der Protokollführer tun wir Thomas Schoch bestimmen. Er ist sich gewöhnt seit Jahren, dass er das Protokoll muss machen muss. Dann noch sind Mitglieder vom Verwaltungsrat da, wie gesagt, unser Ehrenpräsident Martin Wartmann und der Stefan Mühlemann als Delegierter vom Verwaltungsrat. Und dann komme ich zu den Stimmenzählern. So, ich stelle fest, die Einladung zur heutigen Generalversammlung ist gemäß Statuten und gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. Wir haben einen Brief gemacht an Sie, geschätzte Aktionäre, 10. Mai 2023. Und auch meine Kameradli im Verwaltungsrat sind eingeladen. Ein Tag von 1,402,500 eingeteilt in 4.675. Bis zum Traktandum 8. Gemäß Artikel 704, Absatz 1, Ziffer 15 OR. Und zum Traktandum 9, gemäß Artikel 704, Absatz 1, Ziffer 5 OR. Mindestens 2/3 von der vertretenen Stimmen und Mehrheit von der vertretenen Aktienkennwerte nötig. Ich muss Thomas Schoch jetzt bitten, das vorzutragen. Wir haben allerdings entschieden, dass wir ihn nicht verkabeln. Wenn Sie es jetzt trotzdem wünschen, würden wir die Versammlung vielleicht für 5 Minuten hier unterbrechen, dass wir ihn verkabeln können. Ich gehe davon aus, dass Sie das Protokoll genehmigen können. Und dann dürfen Sie bitten, sich wieder kurz zu bewegen und die Hand zu zeigen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das geht doch langsam, oder? Sehr gut. Danke vielmals.